Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge CSGO Overwatch mit mir, dem Aqualads. Wir sind gerade in der dritten Runde, wie des Öfteren auf Dust 2, und unser Verdächtiger hat derzeit 3 zu 2. Jetzt habe ich ihn gar nicht gefunden. Und mit einer Headshot-Quote von 0%. Okay, der Schuss war jetzt nicht wirklich schlecht getroffen. Vorher, die Bewegungen von ihm waren sehr, sehr schnell. Okay, jetzt spielt er doch etwas ruhiger. Hat vielleicht angenommen, es kommt eine Flash geflogen. Deswegen hat er sich umgedreht, währenddessen er vorgelaufen ist. Ist bis jetzt alles ganz normal, und ich würde bis jetzt noch sagen, es würde sich um einen Legend-Spieler handeln, aber wir sind gerade ja erst am Anfang des Overwatches. Gut, er hat auf jeden Fall jetzt erfahren, dass hier jemand ist. Gut, und da hat er schon eigentlich ein Pre-Aim gehabt. Und hat aber auch nicht sofort geschossen, wo er ums Eck gekommen ist, sondern hat auch noch kurz abgewartet. Gut, also die Positionen, die er spielt, ist grundsätzlich immer etwas anders auf Lang. Also, was jetzt auch vielleicht auf einen etwas erfahreneren Spieler hindeuten lässt. Den Schuss hat er jetzt da versetzt. Hat natürlich jetzt ansagen können, dass hier welche sind auf lang, geht zurück. Okay, gut, das wusste er nicht, dass kurz nicht gedeckt ist und lang jetzt auch durchkommt. Also ja, mit einem Wallhack an Bord hätte er das vielleicht etwas besser gesehen. Den Schuss, das war ein Anschuss. Hier hat jetzt auch nicht geschossen. Das einzige, was ich glaube, ist, dass er über keine Skins verfügt. Auch den Schuss hat er nicht gesetzt. Aber gut, auch wenn jemand keine Skins hat, heißt das im Klang nicht, dass er automatisch immer gleich ein Cheater ist. Gut, hier hat er die Schüsse jetzt auch eigentlich sehr, sehr oft daneben gesetzt. Also, bis jetzt kann ich auch noch nicht wirklich sagen, warum ist er in das Overwatch gekommen. Hier hat man die Schritte gehört. Und auch da hat er grundsätzlich den größten Teil der Schüsse versetzt. Hier hat er instant eigentlich durch die Wände geschossen, also durch die Wände, besser durch die Tür geschossen. Aber auch diese Schüsse gingen eigentlich daneben. Hier kurz einmal einen Blick riskiert und dann gleich wieder zurück. Was auch eigentlich darauf schließen lässt, dass er keinen Vision Assist hat. Okay, den hat er jetzt gesehen. Instant auch gleich geschossen, aber das ging daneben. Auch der Schuss ging daneben. Und dann ist er selbst gestorben. Okay, das ist jetzt mal eine andere Art gewesen. Beide Double Doors in der Mitte durchzugehen, ganz vorne. Sieht man auch nicht so wirklich oft, dass das jemand macht. Gut, hier hat er die Granate fliegen gesehen und deswegen hat er auch gewusst, dass jemand im Tunnel ist. Schauen wir mal kurz auf die Statistik, ob es irgendeinen Ausreißer gibt. Nein, in keinem der beiden Teams gibt es irgendeinen Ausreißer, der jetzt wirklich extrem viel mehr an Kills hat.
gut, hier erst beim dritten Mal getroffen. Die Steps müsste er rein theoretisch gehört haben auf Short. Und auch da hat er die Schüsse komplett versetzt. Gut, hier hat er, könnte vielleicht, hat er durch die Wand geschaut, vielleicht nicht. Er war genau drauf, das könnte jetzt aber auch Zufall gewesen sein. Gut, den hat man leicht gesehen. Auch hier durch die Wand nicht getroffen, also da hat man die Granate fliegen sehen. Also Elo-Rang-mäßig würde ich jetzt sagen, eher Mittelfeld, also jetzt nicht in der unteren Hälfte, aber jetzt auch nicht wirklich in der oberen Hälfte, sondern wirklich so ein schöner Mittelfeldrang, der schon ein bisschen Spielerfahrung mitbringt. Aber gut, das könnte sich ja noch ändern und er könnte vielleicht noch einen Cheat anmachen. Wie gesagt, über Skins verfügt er ja nicht. Oder ich habe jetzt bei irgendeiner Waffe irgendeinen Skin nicht gesehen, aber was ich jetzt bis jetzt so mitbekommen habe, hat aber keinen gehabt. Auch hier dreht er sich wieder um wegen der Blendgranate. Wurde dann kurz geblendet, sofort wieder zurückgegangen. Eigentlich so, wie man es machen sollte. Der Blick jetzt war zweimal komisch, also da etwas so nach links geschaut hat. Gut, aber ich glaube, hier hätte er nicht durch das Eck geschossen, wenn ein Gegner da gestanden wäre. Oder besser gesagt, wenn er eine Vision Assist gehabt hätte. In dem Fall, ich hoffe, ihr gebt mir hier recht, dass ich ihm unzureichende Beweise auf alles gebe. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts übersehen. Wenn ja, schreibt es uns bitte in die Kommentare. Ja, ich würde auch mal wünschen, dass ihr vielleicht auch ein Like da lasst, dass ihr vielleicht auch den Kanal abonniert. Mein Ziel, was ich mir selbst gesetzt habe, es ist um die 50 Abos bis Weihnachten. Ich hoffe, ihr könnt mich da vielleicht auch etwas unterstützen, auch vielleicht eure Freunde mobilisieren, dass auch diese ein Abo bei mir abschließen. Es kostet ja zum Glück nichts und es wäre vielleicht für mich schon ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk von euch an mich. Des Weiteren habe ich noch ein paar Links unten drinnen in der Beschreibung mit diversen Spielen meiner Aufnahmegeräte. Auch aktuelle Spiele sind dabei, also wenn ihr den Kanal aktiv unterstützen wollt, dann kauft es bitte über diese Links ein. Ja, dann kann ich mich jetzt eigentlich nur noch von euch verabschieden. Hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns bei der nächsten Folge dann wieder. Bis dahin, Baba, ciao ciao und bis zum nächsten Mal.